Georg Moser, täglich Grund zur Hoffnung. Etwas, das größer ist. Wer Gott liebt, wer mit ihm und auf ihn hin zu leben versucht, für den ist nichts sinnlos. Der blinde französische Primaner Jacques Le Serin, aus christlichem Impuls Widerstandskämpfer gegen den hitlerischen Ungeist, wurde verraten und ins Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert. Der junge Mann reifte dort zu einem Meister des inneren Lebens. Helfend, tröstend fand er im Lager eine neue Aufgabe. In seiner Autobiografie »Das wiedergefundene Licht« schreibt er: »Man muss darüber, über die Leiden hinauswachsen, etwas ergreifen, das größer ist als man selbst. Durch das Gebet, wenn man beten kann, durch die menschliche Wärme, die von einem anderen kommt und die man ihm wiedergibt. Warum mich selbst die Freude nie ganz verlassen hat, kann ich nicht erklären. Aber es war so. Sie ließ mich nicht los.« Wir sollten alles bedenken, wofür wir Grund haben, dankbar zu sein. Ist es denn so selbstverständlich, dass wir täglich aufstehen und in Frieden unsere Arbeit verrichten? Dass wir uns und anderen eine Menge Wünsche erfüllen können? Es liegt an unserer inneren Einstellung, ob wir all das würdigen. Ist es nicht schade, dass viele Menschen sich erst dann an das Gute erinnern, etwa an ihre gesunden Glieder und Sinne, wenn es ihnen genommen ist? Zu diesem Guten sollten wir auch liebe Mitmenschen zählen. Wollen wir denn ihren Wert erst nach ihrem Verlust dankbar schätzen? Vertrauend kann nur derjenige in die Zukunft hineingehen, der weiß, wie viel Gutes ihm widerfahren ist und wie er aus so mancher Dunkelheit wieder herausgeführt wurde ins Licht.